Das ist das normale Schaltgetriebe und da sehen Sie den E-Motor. Und wir müssen halt komplette Verbrennertechnik ausbauen und müssen die E-Mobilität einbauen. Das heißt, Verbrennertechnik teuer, entsorgen, einlagern. Wir haben das ein schönes großes Motorenlager, über 150 Stück. Kann man schön aushalten. Man verkaufen. Weiß nicht, was man damit machen will, aber wir werden wahrscheinlich noch eine Idee irgendwann mal haben. Naja, eBay oder so, ne? Wäre eine Idee.